Hallo, ich bin der Felix und heute sage ich euch, wie kann man solche Aufkleber, die am Fahrrad, am Laufrad, am Rahmen raufgeklebt sind, und wie kann man sie wegkriegen. Wie kann man das da jetzt runterkriegen? Wir können das da rauf auch peppeln mit irgendwelchem scharfen Zeug, so wie Messer oder Rasierklinge oder Schraubenzieher, weil dann machen wir die Felge ein bisschen kaputt, also zerkratzen wir. Das wollen wir nicht unbedingt haben. Das gleiche ist beim Fahrrad oder woanders, aber da gibt es auch Möglichkeit, wie kann man da ganz locker das runterkriegen. Dazu brauchen wir Heißluftpistole, aber zu Hause hat nicht jeder das vorhanden, aber fast jeder hat einen Haarföhner. Und wenn man das jetzt mit heißer Luft hier erhitzt, dann löst sich das ganz leicht ab. Nochmal. Und jetzt geht's ganz locker, ohne Probleme. Das kann man wegschmeißen, kann man nicht verwenden. Und haben wir glatte Felge ohne Aufkleber. Manche wollen das haben, der andere nicht. Aus verschiedenen Gründen kann man das wieder raufkleben oder weghaben. Jetzt können wir das auf andere Seite machen, wieder aufwärmen. Und ziehen wir das wieder her. Mit Fingern ist noch nicht so. Muss noch ein bisschen mehr. Und geht locker runter. Jetzt haben wir glatte Felge. Ist ein bisschen Kleber hier zurückgeblieben. Das kann man abwischen. Und haben wir Problem gelöst. Ohne Problem. Ohne Felge zu zerkratzen oder zu vernichten. Wir haben jetzt ein neues Fahrrad bekommen. Haben wir jede Menge Aufkleber. Hier haben wir so einen Aufkleber mit Code, den brauchen wir überhaupt nicht und stört uns das sehr. So wie beim Felgen nehmen wir einen Haarföhn und machen wir das heiß. Jetzt kann man das mit Fingernagel hier alles abheben. Und ganz locker das runterkriegen. Hier ist ein bisschen auch Klebstoff geblieben. Jetzt ist alles weg. Den gleichen Trick kann man auch woanders verwenden, zum Beispiel bei Möbel oder irgendwelchen neuen Sachen, wo man Aufkleber hat.
und nachher ist ganz sauber. Und wenn man die Aufkleber nicht braucht, sollte man die entfernen. Sieht viel besser aus. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Trick geholfen habe. Weitere Videos gibt es hier. Abonnieren hier. Das war's für heute und tschüss.